Schauen wir uns auf jeden Fall an, was Gewitter im Kopf hier tatsächlich gemacht hat. Tourette macht Frühjahrputz auch in Tims Gesicht, warum Jan schon wieder umziehen muss. Ich warte auf den Frühjahrsputz und hoffe, dass es tatsächlich keine giftigen Chemikalien und Säuren gibt in diesem Video. Let's go und rein in die Olga. Finsternis wacht über dich, nicht jeder einzelne Zuschauer. Lauf nicht weg, du kannst nicht entkommen. Ja, ich bin in Köln, du kannst mir... Fuck, der zieht doch nach Köln, oder? Was ich mache für eine Taktik? Dich in die Ecke treiben. Hey, aua! Hallo! So sieht es unmittelbar nach einem Dreh von Gewitter im Kopf aus. Jan ist am Tanzen. So sieht in etwa... Ah, nach dem Dönerdreh, Digga. Jetzt machen sie sogar Content vom Aufräumen. Ah ja, okay. Mhm, ich sehe schon, Kim. Big Brain Time auf jeden Fall, not bad. Der Tisch immer aus, nachdem wir unsere Kochvideos gedreht haben. Wir haben jetzt gerade unser Dönervideo gedreht. Deswegen dreht sich der Döner... Das war früher mal eine Katze. Deswegen dreht der Döner sich ja auch noch, weil hier wird natürlich kein Fleisch verschwendet. Wir essen natürlich alles auf. Richtig. Alles. Da sind dann immer noch die Zutaten, die übrig geblieben sind. Die werden dann natürlich... lecker Batterien. Wir lieben sie. Ich, entweder kriegt Jan die oder ich nehme die wieder mit. Oder wir verwenden die halt für neue Videos. Ja. Das ist mein natürlicher Tanz. Bro, ich fühl's. Nach dem Dreh wird sich erstmal ausgelebt. So, und hier sieht's quasi momentan im Wohnzimmer aus. Ja. Also es ist Zeit, definitiv aufzuräumen, Jungs. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ich würde meine Wohnung aufräumen, Digga, und könnt das zu Content machen. Ich würde einfach meine Wohnung aufräumen, Digga. Ich find's sehr erotisch, wie du gerade deinen Bauch ausstreckst. Junge, da war jemand schwanger hier. Ich glaube, ich werfe bald. Hier liegen noch ein paar Sachen rum. Wir werden uns auf jeden Fall dann morgen ins Aufräumen begeben. Ja. Dann wird das der letzte große Frühjahrsputz in Jans Wohnung sein. Dann werdet ihr uns gleich beim Putzen sehen. Beziehungsweise mal, dann werdet ihr gleich mal sehen, Junge, diese Sounds, wie es ist. Du kleines Arschlochkind. Wenn Jan den Frühjahrsputz vollzieht. Ich gehe jetzt in meine Kammer. Mach's gut, Jan. Schön, dass du da warst. Junge, der kalbt einfach schön raus. Lass mich allein. Jan? Nein! Komm da raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Also, wer hat Scheiße für euren Content, ne? Warum nicht? Ha! Wir versuchen, wir wagen es mal. Stell dir vor, du öffnest deinen Kleiderschrank, dann das. Ich glaube, ich mach das lieber wieder zu. Alter, das ist aber jetzt gerade... Ja, ich scheiß rein. Ich glaube, ich gehe dann mal lieber nach Hause. Wir sehen uns dann morgen zum Aufräumen, ne? Ja, mach's gut. Ciao. Du Arschloch. Straight up Horror-Movie, Digga. Digga, er ist einfach der Typ, der die Zombies in Minecraft synchronisiert hat. No front. Ja. Ja, dann lass ihn auch raus. Digga, einfach Walking Dead. Aber jetzt geht's erstmal ab ins Bett und morgen wird dann geputzt. Genau. Aber vorher schütte ich mich zu. Und es wird noch gelivestreamt, aber... Du Arschloch. Das werdet jetzt ihr dann... Dein Beschluss. Wahrscheinlich das Video schon. Ist vorbei. Hör auf jetzt, Tim. Du solltest das Maul halten. Er ist hier der Chef, nicht du. Jan, bitte nicht. Ich bin auch an die Wand. Es geht ganz schnell. Warum? So, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Zu dem von euch lang ersehnten Tourette-Frühjahrsputz. Wir hatten euch ja mal auf Instagram gefragt, was allgemein mal gemacht werden soll an Alltagssituationen. Uninteressante Scheiße. Gestern Döner gemacht. Genau, und ich habe das mit Absicht nicht aufgeräumt, damit ihr mal sehen könnt, wie ich das aufräume. Frage ist, wo genau fangen wir an? Also ich räume eigentlich immer zuerst die Sachen davon in die Spülmaschine. Ja, aber ich glaube, wir müssen gleich noch mal ein bisschen den Tisch putzen, ne? Ja, das mache ich halt dann, wenn da nichts mehr draufsteht. Die Sachen von... Macht vollkommen Sinn. Im Gegensatz zu dir, Tim, macht er sich nämlich wirklich Gedanken. Und gestern wurden auf jeden Fall alle aufgegessen, also der Döner ist auf jeden Fall weg. Nein! Ich habe leider Teller gekauft, die für meine Spülmaschine zu groß sind. Da passen von den großen Tellern nur zwei gleichzeitig da rein. Kannst du immer nur zwei Teller spülen? Von den großen passen nur zwei rein, weil sich sonst hier dieses Ding nicht mehr bewegen kann. Macht Sinn. Normalerweise tue ich immer, während der Jan aufräumt, die Sachen schon mal einpacken, die wir hier zum Drehen benutzt haben. Also das Stativ schon mal einräumen. Und die Lampen und sowas. Machst du auch Mülltrennung? Ja. Im Gegensatz zu dir, du Arschloch. Stimmt, Tims Eltern hätten auch mal Mülltrennung machen sollen. No front an Tim. Ich mag den wirklich, Mann. Leute denken immer noch, dass ich Tim hasse. What the fuck, Alter? Entspannt euch mal. Hey, ich mach auch Müll. Echt? Welchen Müll hast du denn alles zu Hause? Plastik, Papier und
Restmüll. Bio gibt das andere. Perfekt. Tim, du bist wirklich... Du hast ja gesagt, dass du wieder umziehst. Warum eigentlich? Ich bin ja erst im Januar hierher gezogen. Das heißt, ich wohne jetzt noch... Nein! Ich hab doch gesagt, mach ruhig. Na, das ist der Grund. Tim ist ein Arsch. Ja, verstehe. Sorry, ich hoffe, das brennt nicht. Wegziehen von das Tim brennt Todes. Ja. Ich muss mal ganz schnell mein Gesicht waschen gehen. Oh, hopp, hallo. Alter, oh mein Gott. Ja, das war Säure. Oh, das war nicht so angenehm. Ja, das ist, glaube ich, durch den Glasreiniger. Genau, es war... Ja, ist der Glasreiniger wird das sein, was im Auge brennt. Vollkommen richtig. Hodet! Lump 007, Digga, danke schön für deinen Sub, Ehrenmann. Oh ja, ich hab die ganze Kamera erwischt. Ich glaube, ich hab das noch nie so frontal ins Gesicht gekriegt. Normalerweise hat das nie so gebraucht. Du willst es aber, ne? Du stehst drauf. Eher weniger. Ja, ich lebe hier im Erdgeschoss und es ist halt immer wieder vorgekommen, dass fremde Leute an meinem Schlafzimmerfenster geklopft haben, auch nachts, weil das ist ja auch im Erdgeschoss. Wie stressig, Alter. Sowas ist halt so dermaßen uncool, Alter, wenn Leute dich einfach abfucken, Digga. Und bei dir am Schlafzimmer klopft, wo uns zu dir nach Hause kommen, Mann. Ich hab dir schon so viel drüber erzählt, Alter. Wie stressig das für uns damals gewesen ist, UFO-YouTube-Haus und sowas. Ganz, ganz eklig, Alter. Ganz, ganz eklig, fuck. Ey, nein, ich hab den Ring hier angezogen und, Digga, nein. Och nein, Junge, ich hab den wieder bei meinem Mittelfinger gemacht und ich krieg den nicht mehr ab. Ey, ja, saugeil. Und jetzt? Butter. Digga, ich bin in einem Büro, was für Butter. Ah! Ich nehm mal kurz Spucke, ich versuche mit Spucke, Leute. Wartet. Okay. Der Spucker geht alles. Vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Wir gucken weiter. Geschoss. Es hat sich irgendwie herumgesprochen, dass ich hier wohne in diesem kleinen Ort. Und das ist im Laufe der Zeiten natürlich sehr anstrengend geworden. Bomb! Anti-Matrix, danke. Konnte schon, durch das Wohnzimmerfenster auch beobachten, dass fremde Leute ja teilweise Fotos von meinem Briefkasten, von meiner Klingel gemacht haben. Hey, viel zu behindert, Leute. Sowas geht halt gar nicht. Also, so, das ist... Was habt ihr denn davon, Mann? Lasst doch einfach alle Leute in Ruhe. Was stimmt denn nicht mit euch, Mann? Lasst doch einfach alle Leute in Frieden so. Digga, ganz ehrlich, Mann. Ehrenlose Hunde. Ehrenlose Hunde. Sowas muss nicht sein, Mann. Sowas muss einfach nicht sein. So ein Scheiß, Mann. Was hat man denn dafür? Was hat man denn davon, Alter? Fuck doch nicht ab, Mann. Jetzt muss der arme Mann wegen euch umziehen hier. Das ist halt so dumm. Was ich persönlich jetzt gar nicht verstehen kann. Und ich finde es ziemlich komisch, wenn Leute das machen. Ja, voll. Oder halt einfach nur aus reinem Interesse klingeln oder schon regelrecht warten vor dem Garagentor, bis du rauskommst und dein Fahrrad da herausholst. Das ist halt einfach nicht cool. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich eklig. Und das ist der Grund, warum ich jetzt nach Köln ziehe, zum Mai. Ja, verstehe. Da wohne ich im Dachgeschoss in einer vierten Etage. Mhm. Ja, geil, im World Trade Center. Und ich nehme mal an, dass ich derartige Probleme dort nicht mehr haben werde. Also das ist so der Grund, warum ich umziehe. Aber die Flecken gehen gut weg, das ist die Hauptsache. Ja, also eigentlich lasse ich das immer noch ein bisschen einweichen, weil manche sind ja Ketchup-Flecken und die sind natürlich jetzt über Nacht festgetrocknet. Ansonsten nehme ich einfach einen Schwamm, dann geht das auch ganz gut. Nein! Na Junge, das ist aber auch geil. Diesmal sogar Spielrichtung. Ey, das Beste ist, Leute, das Beste ist, er macht's genauso wie ich, wenn ich was sauber mache zu Hause. Real Talk. Es ist immer für mich der Fensterreiniger. Fensterreiniger auf alles, Digga. Von mir aus, selbst wenn ich könnte, ich würde mit Fensterreiniger duschen, Digga. Man braucht kein anderes Reinigungsmittel. Damit kannst du Arbeitsflächen, Möbel, Toiletten, Zahnbürsten, alles. Man kann damit alles sauber machen, Digga. Shoutout an Fensterreiniger an der Stelle. Weirdes Shoutout, by the way. Oh, oh. Das brennt richtig. Ja, das zündet doch dich an. Zündest. Zünde dein Jarak an. Was soll das? Oh, Digga, da ist aber jetzt was ausgelaufen. Eine unangenehme Nummer hier, Tim. Hallo! Du hast dich eingenässt. Hab ich nicht. Da. Ekelhaft. So, ich wollte ja den Tisch mit dem Schwamm abwischen. Ich tu deine Uhr jetzt an meinem Penis. Ey, ich hab heute ganz wild, hab ich selber Reinigungsmittel gemacht. So, ich hab's Mittel gemacht. Ich hab einfach Spiritus mit Waschmittel vermengt und dann konnte ich damit meinen Mantel sauber machen. Was für Reinigungsmittel selber gemacht? Was erzähle ich hier eigentlich? Fensterreiniger ist Lightgel, eine ganz wilde Nummer. Brennt doppelt und dreifach. Baba. Ja! Ruf mich an, ich wasch dir auch nackt dein Auto. Okay. Why not, Bro? Why not? Gönn. Wenn man das möchte. Kann man machen, sollte man nicht, muss man auch nicht. Wer möchte das nicht, ist die Frage. Ich. Oh, Junge. Wie bitte? Ich möchte das nicht. Die haben jetzt im Video nicht gezeigt, aber sie existiert auf jeden Fall. Warum willst du ein Pferdekostüm bestellen? Das ist eine Maske. Ja, Tim, willst du sie nicht mal anziehen und anlassen? Dann müssen wir dein hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Ist ein Argument. Ist auf jeden Fall ein Argument. Willst du sie nicht anziehen? Nein, man muss doch mein Gesicht sehen. Ich will aber dein Gesicht nicht sehen. Weißt du was, du kriegst jetzt einen Schwamm.
blödes Hessenhäuschen. Das Ding ist, in der neuen Wohnung müssen auf jeden Fall genug Hindernisse da sein, Alter, dass er nicht mehr hier auf Leute ganz wild losgehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Lampe ist umgefallen. Das ist deine Schuld. Wenn die kaputt ist, geht das auf dein Konto. Okay. Mein lieber Freund. Was denn? So, dann wische ich den Tisch jetzt mal ab. Tim triggert wirklich gerade. Tim gettet langsam, dass es lustiger ist, wenn er ihn triggert. Ja, full. Fühle ich auch. Ich glaube, das Ding ist, dass Tim momentan wirklich gerne rein triggert. Der Tisch ist schon mal sauber. Ich gesehen, also ich hatte bis mein jetzt insgesamt 7 Wohnungsbesichtigungen in Köln. Oh, krass. Und die 7. Wohnung, die ich besichtigt habe, habe ich dann genommen. Beziehungsweise haben die Gott sei Dank mich genommen als Mieter. Ja, das wird eine Gaudi. Junge, Alter. Ja, 3x6. Befolge den Satan. Ja. Zieh deine Pferdemaske an. Nein. Doch. Nein. Zieh sie an. Für was? Lucifer findet das geil. Du kennst ihn doch gar nicht. Doch, ich kenne ihn. Er wohnt in meinem Kopf. Okay. Jetzt glänzt der Tisch. Man kann sogar die Lampe, die Spiegelung in der Lampe sehen. Ich kann sogar die Spiegelung. Tim, Alter, raff dich mal, Junge. Wenn du da jetzt drauf packst, dann muss ich das desinfizieren. Nein! Nimm da. Ja! Warum machst du das, Tim? Hör doch einfach auf damit. Wir haben schon so oft darüber getalkt. Lass ihn doch einfach in Ruhe, Junge. Mach dich raus hier! Nee. Auch für Christoph hast du. Mit seinem Stück Zeit. Nein! Bro, das kannst du nicht saufen, lass es. Hattest du es gerade am Mund? Wenn ich einen Engpass mit Wein habe. Ja, ich hatte es am Mund. Und wie schmeckt's? Nach Spiritus. Ja, ist ja auch Reinigungsspiritus, ne? Bitte nicht zu Hause nachmachen. Danke für den Hinweis. Doch, zu Hause nachmachen. Danke für den Hinweis, werde ich tun. Ja, also der Tisch ist schon mal sauber. Wie geht's weiter? Du musst da als nächstes Handtücher aufhängen. Okay. Die dürfen nicht so lange in der Waschmaschine drin bleiben. Das ist so praktisch, meine Waschmaschine, die ist so klein, aber ich bin ja auch nur eine Person. Die ist echt mega, ne? Ja. Und ich habe aus Versehen einen von diesen Topflappen, die meine Oma selber genäht hat, einen habe ich beim letzten Mal aus Versehen da reingetan, der ist eingelaufen. Und damit er dich vorstellen? Damit die identisch aussehen, habe ich den anderen auch da reingetan, damit er auch einläuft. Große Gehirnzeit. Ja. Hier duscht Jans Zimmermann. Mhm. Für alle, die es schon immer mal wissen wollten. Und wenn ich zu viel gesoffen habe, gehe ich da kotzen. Okay, nice Info, Bro. Nur zur Info. Ausgesetzt, ich schaffe es noch zur Toilette. Ist der Kotzfleck auf dem Teppichboden bei dir eigentlich schlimm? Nee. Yeah. Wo ist der denn? Du brauchst Deo in deinem Mund. Ich bin unberechenbar. Das stimmt. Das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr wahre Aussage. Also er ist wirklich... Also hier habe ich so eine kleine Abstellkammer. Ja, zeig ihnen die Wahrheit. Zeig sie ihnen. Da stehen meine Wodkaflaschen. Nein. Da steht Milch und Pasta. Oh, Digga, haben wir hier etwa jemanden, der ein wenig am Horten ist? So ein Ding also, ja? Ihr habt also Pasta gehortet. Mehr als eine Packung zu Hause. Ja, so. Hamsterkäufe. Oh, nicht. In die Wahrheit. Wird nicht gezeigt. Doch. Also ich bewahre meine Wäscheklammern in einer Backform auf. Hier. Du Idiot, das war mein tragbarer Fahrsatz. Mein Fahrradkorb. Ach, du hast einen Fahrradkorb bestellt. Sehr schön. Ja, 3x6. Ich häng dich gleich auf. Raus aus der Wohnung. Ich bin der Fürst der Finsternis. Ja, du hast heute verkackt bei mir. Oh. Das machst du schön. So ein Simp, Alter. Er macht selber seine Wäsche und lässt sich von der Frau machen. Simp. Gefällt mir sehr gut. Halt die Fresse, du Arsch. Wollte doch nur ein Kompliment machen. Dich doch, du kleines Kuchen. Mhm. Ja. Wie oft musst du so in der Woche waschen, weil du ja alleine wohnst? Mach ich ein oder MC zweimal. MC Schappi, Digga. Dankeschön für deine... Au! Ich hoffe, es hat geschmerzt. Hat es. Ja. Ich hoffe, es hat sehr geschmerzt. Hat es nicht. Ich glaube, Gisela ist ein Sadist, kann das sein? Digga, du hast dich eingenässt. Ja, das warst auch. Du. Warum nimmst du deinen Penis? Ja, weil ich zeigen wollte, dass ich mich also. So wird verschnell so. Alter. Ja.
Ja, also hier ist das ebenfalls großartig aufgeräumte Arbeitsbereich. Eigentlich voll die schöne Wohnung. Sieht halt leider nur aus wie ein Müllhaufen. Was ist das davon, dieser Karton? Ceva. Hier ist das Bild von uns, was ich immer noch aufhängen will. Da wächst der ganz viel. Aber ich will's nicht, weil Tim ist darauf zu sehen. Ja, hier ist mein Bett. Danke. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Epilepsie-Spielzeug. Warum hast du sowas? Weil ich krank bin. Ist das wirklich ein Epilepsie-Spielzeug oder einfach nur eine Taschenlampe? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist nicht so schön. Wieso hast du eine Taschenlampe neben deinem Bett? Weil wenn ich abends ins Bett gehe und es dunkel ist... Ich wollte gerade sagen, es ist einfach nur eine Taschenlampe, ne? Ja, ja, okay, I see. ...muss ich halt das Licht immer von da hinten ausschalten, von der Tür. Und dann nehme ich halt eine Taschenlampe mit. Damit Digga, richtiger Allmann, er geht so mit Taschenlampe ins Bett, ey, Junge, Junge, Junge. Ich nicht aufs Maul falle. Und nimmst du nicht dein Handy? Ja. Ich nehme in der Regel natürlich mein Handy, ja, weil klar. Ich bin direkt auf diese Idee gekommen. Ich hoffe jetzt, dass der Bezug passt, weil den habe ich einfach so auf gut Glück gekauft. Mhm. Ich weiß nicht, hast du ein Kopfkissen, wo da drüber passt? Weiß ich nicht. Ja, der wird doch, der passt doch, der hat doch voll gepasst, Alter, was ist das Problem? So. Fertig. Fertig! Sieht super aus, also ist komplett crispy clean, wirklich, ist einfach super. Also das ist ordentlich, ja. Mit dem dekorativen Amazon. Hast du gerade deine Hand gegeben? Weg. Fick dich! Ach ja, und ich habe mir zwei Nachttischlampen gekauft und beide auch so sehen mit Rotlicht. Wie jetzt? Es hat nachts noch einen ganz anderen Flair, weil die ist auch rot. Okay, dann geht's jetzt... Digga, ist ja sau stressig, Alter, da zu pennen, oder? Ab zum Staubsaugen! Jetzt, wo das Wohnzimmer aufgeräumt ist. Ich werde dich ein. Ich will aber nicht... Hallo? Hä? Weißt du, wer hier vor mir drin war? Nein. Die NSDAP. Oh, shit. Das stimmt tatsächlich. Also jetzt saugen? Ja. Willst du die Nee, das stimmt tatsächlich. Was? Warte mal, was? Schuhe noch wegtun oder so, dass sie einfach stehen lassen? Jetzt sitzt deine Fresse erstmal. Das war doch nur ein Vorschlag. Du musst mich jetzt nicht anmalen. Doch. Ich muss eine Notiz machen, ich vergesse das sonst. Ja, warum musst du das in meinem Gesicht machen? Weil ich dein Gesicht leider die ganze Zeit ertragen muss. Ah ja, yeah, okay. Soll ich deine Mutter beschriften? Da brauchst du, glaube ich, mehr als nur den Edding, Alter. So fett wie die angeblich deiner Meinung nach ist, brauchst du da wahrscheinlich eine Farbrolle für. Meine Mutter? Ja! Warum? Also, ich sauge jetzt. Leute, wie gefällt euch das Haushaltsvideo bis jetzt? Lasst mal gerne eine Bewertung und schreibt uns mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Und die Stehlampe da hinten, hinter dir, das ist mit das Einzige, was ich selbst zusammengebaut habe und die ist einsturzgefährdet. Weil irgendwie... Digga, die sieht so scheiße aus. Die sieht ja richtig nach Muchbillo scheiße aus. Bäh. Man kann die halt nicht bewegen und die ist besonders hell ist die auch nicht. Heiko, mit Ableton produzieren wir. Du auch nicht. Ah ja, okay. Digga, ich hab das so oft bei meinem Bruder früher gemacht, immer mit Staubsauger abgefuckt. Das Ding ist, Tim kichert mir ein bisschen zu viel. Wisst ihr, was ich meine? Der enjoyt das gerade ein bisschen zu viel mit dem Staubsauger. Was actually gar kein gutes Zeichen ist. Also es ist nicht gut, dass er da so reagiert, Mann. Ja, du willst es doch. Jetzt, du willst es. Ja, er freut sich irgendwie richtig auf den Sauger. Er hat richtig Bock, einen weggesaugt zu bekommen. No sexual, no homo, no front. No bullshit. Okay. Immerhin wurde jetzt mal ein bisschen gesaugt. Ja, das ist doch mal was. Nee! Das Gute an einem Frühjahresputz ist, dass die Wohnung so sauber aussieht wie noch nie. Die ist nicht sauber, die ist immer noch voll schmutzig, Mann. Spürst du nicht schon den Sauberkeits... Ja. Den Sauberkeits-was? Was sollte das für ein Satz werden? Erzähl's mir, Bro. Gibt es irgendwas, was in der Haushaltsarbeit irgendwie für dich erschwert wird oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Das Tourette? Gar nichts. Das Einzige, was die Hausarbeit erschwert, ist Faulheit bei mir, aber sonst eigentlich... Ja gut, aber es geht uns ja allen so. Aber ich finde es voll nice, dass solche Fragen immer wieder zwischendrin gestellt werden und sowas und aufgeklärt wird, dass das tatsächlich dann doch in den eigenen vier Wänden keine riesige, unmöglich große Einschränkung ist, was extrem gut ist zu wissen und beruhigend tatsächlich auch. Nichts. So, jetzt wird noch einmal kurz die Glastür hier geputzt, weil da immer so Patscherflecken drauf sind. Boah, wo die Flecken herkommen, man weiß es nicht, oder? Oh, das war die Tapete, hoppala. Hast du die Tapete getroffen? Ja.
gemacht. Ja gut, was soll's. Ich habe vor allem heute Morgen die Tapete einfach mit Kaffee getroffen. Das war so ekelhaft. Ich muss, glaube ich, streichen, wenn ich hier ausziehe. Sieht ein bisschen aus wie so, wenn man das Licht ausmacht, sieht es ein bisschen aus wie in so einem Horrorfilm. Bisschen gruselig. Alter. Das sieht echt aus wie ein Horrorfilm. Bro. Okay, dann gehe ich jetzt gerade noch zur Mülltonne. Zu wild. Und zu nein. Wild. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viele wollten dir tatsächlich mal sehen. Ja, das ist der Müll. Weißt du, was ihr gemeinsam habt? Ihr seid beide Müll. Okay. Viele von euch wollten jetzt tatsächlich ein Alltagsvideo mal sehen. Jetzt habt ihr mal eins gesehen und... Ich hätte gerne eine Kackroutine, Alter. Wie sieht's aus, wenn du aufs Klo gehst? Das würde ich unglaublich gerne wissen. Erzähl's mir. Bis bald. Sehr, sehr schönes Video, wirklich. Da kann man sich doch gar nicht beschweren. Das hat doch Spaß gemacht, meine Freunde. Da haben wir doch alle gemeinsam gelacht und gekichert. Und überhaupt, muss ich da auch ganz ehrlich sagen, es war doch immer groß und schön, hier hereinzuschauen, um mal zu erfahren, was passiert da überhaupt in der Privatsphäre.